Denn, oh, mich ruft gerade jemand an. Das ist meine Mutter und sie braucht eine Fahrplanauskunft, aber ich kann jetzt nicht rangehen, weil ich jetzt gerade spiele. Oh yeah! Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zur 7. Folge Ender Kids. Heute haben wir das Kit Berserker und der Berserker erhält durch das Töten von Mobs einen 10 Sekunden Resistance Rausch und also der Wert für die Resistance, der addiert sich durch die Kills, die du machst. Also zum Beispiel, ich töte ein Schwein, ein Spieler, bekomme weniger Schaden. Ich töte ein Schwein, ein Spieler und wieder ein Schwein, bekomme ich noch weniger Schaden, als ich vorhin bekommen hätte. Und mit dabei ist wieder heute der Boomstock. Hallo. Hallo. Und ja, aber er muss sich immer muten, weil sein Hintergrund so laut ist. Und ja, mal schauen, ob das jetzt mal was wird. So, gespannt bin ich. Was ist das hier? Das ist die Map Tiger Hills. Oh, oh nee. Okay, 4 Dias, obwohl ich den Start einfach mal verpasst habe. Aber das ist geil. Yeah. Yeah. Ich möchte aber noch mehr Kisten. Ich bin schon zu süchtig nach Kisten. Und überhaupt Ender Games, wenn man das spielt, das macht einfach so dermaßen süchtig. Also, oh, ich spiele das den ganzen Tag lang. Also wenn ihr mal sagt, ja, wir besuchen den Boomstoggy, dann spielt einfach mal Ender Games und dann versichere ich euch, dann sind wir sicher mal gemeinsam in einer Runde, weil das halt so ist. Da ist noch eine Kiste. Hallo? Was ist denn da drin? Hallo? Hallo? Okay. Okay, gut. Sind gute Sachen. Sind gute Sachen hier drin, ja. Knochen haben wir leider nicht, sonst könnten wir uns den Hund sehen. Das habe ich übrigens schon öfters gemacht, einen Hund gezähmt, weil ich finde, das ist mega effektiv. Und so gegen Bogenschützen sind wir jetzt auch mal geschützt. Nein, so. Was willst du eigentlich von mir, du Bogenschütze, hä? Das war nicht jetzt sehr, sehr schlau von ihm, sage ich mal. Okay, da vorne ist jemand. Und ich mache ihn nicht. Nein, hallo Boomstock, hallo. Wie geht's dir denn? Hier, bitteschön. Warte. Nein, mein Tracker. Hier. Ich mache mir nämlich jetzt einen schönen Helm. So. Und eine Hose. Ich bräuchte ein Gold, dann könnte ich mir eine Hose machen, aber. Oh. Lol. Das war lol. Du wurdest dann jetzt nämlich auch noch geportet und das mit einem Barbaren und ich habe ihn einfach One-Hit getötet. Ich habe meinen auch gewonnen. Richtig. XD. So. Dann. Der Angel bringt uns jetzt hier eigentlich nicht sehr viel. Aber wir könnten uns eine Goldbrust machen. Das ist, glaube ich, besser. Ja, machen wir jetzt hier noch schnell so eine Goldbrust und... Ja. Ich habe Angst, dass wenn der da jetzt kommt, dass der mich töten möchte. Ich meine, was ja auch in Endergames völlig normal ist. Dass dich hier Leute töten möchten. Sie wollen dich tot am Boden sehen. Nee. Wieso bist du denn jetzt weg? Genau dann, wenn ich dich holen möchte. Oh, da vorne ist er. Ja! Okay, er ist tot. Ganz kurz aussortieren hier. Wenigstens jetzt ein gutes Schwertenverzaubertes. Nein. Ich wurde geportet mit jemandem, der unter Wasser war. Und 35 Blöcke von mir entfernt ist jemand. 40, 41, 42. Okay. Er rennt also nicht in meine Richtung. Okay. Ja, der da vorne hätte auch keine Chance gegen mich. Wollen wir mal jetzt einfach so behaupten. So frech, wie wir sind. Okay. Wir haben genügend Eisen, um uns einen Brustpanzer zu machen. Das ist gut. 66 Blöcke, ja. So. Ist jemand dabei, der Fallen baut oder eher nicht so? Ich weiß es nicht. Würde ich gern wissen. So. Oh nee, jetzt habe ich mein Feuerzeug weggeschmissen. Egal, wir haben ja noch eins als Reserve. So, das brauche ich nicht.
Oh, da ist jemand von mir, ein paar Blöcke nur entfernt. Da oben. Und? Was denn los? Was denn los mit dir? Was habe ich dir denn getan? So, ich möchte ihn töten. Ich möchte ihn leiden sehen. Okay, da unten ist noch jemand. Ich würde sagen, ich gehe auf den. Los. Der sieht mich nicht. Hallo Boomstock, hallo. Da ist jetzt gerade ein Riesenfight. Guck, da oben ist jemand. Ja, er ist runtergefallen, glaube ich. Nee, er ist nicht runtergefallen. Kacke, wir bekommen den da irgendwie gerade nicht runter. Okay, ich wurde mit irgendjemandem getauscht. 51 Blöcke ist von mir nämlich jetzt auch schon wieder jemand entfernt. Ich habe Angst, dass der... Okay, wisst ihr was? Wir töten jetzt das Huhn. Dann haben wir jetzt 10 Sekunden Resistance. Davon ist auch wieder der Boomstock. Hallo. Aber ich versuche jetzt jemand anderen hier zu tracken. Ja, davon ist noch jemand. Ja, er hat einfach eine Enderperle geworfen. Ich würde das nie tun, Leute. Werft nie eine Enderperle, wenn ihr verletzt seid, weil ihr bekommt 2 Schaden, wenn ihr eine Enderperle werft. Und dann ist das nicht gerade sehr empfehlenswert, sag ich mal. Okay, da unten sind noch Dias. Die sind noch ganz cool zu haben, vielleicht so. Okay. Dann wurde ich wieder mit jemandem getauscht hier. Wir können uns einen Dia-Helm machen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. So, Dia-Helm. Ganz kurz wieder auf den Kompass gucken, das ist immer ganz wichtig. So, die Kacke hier brauchen wir nicht. Was können wir denn noch brauchen? Ja, toll, wir haben Rückstoß auf unserem Dia-Schwert, ist nicht so geil. Vielleicht ist das irgendwann mal nützlich, aber ich finde jetzt Rückstoß, keine Ahnung, das ist so ein bisschen fördernd für die Flüchter, die dann wegrennen. Dass wir ihnen quasi noch so einen Rückstoß geben, dass sie noch schneller abhauen können, ist, glaube ich, jetzt nicht so schlau. Was könnte ich dann da unten noch hin tun? So? Vielleicht? Keine Ahnung. Sehen wir dann ja. So. Oder habe ich Switcher? Nee, habe ich keine Switcher. Okay, der Boomstock hier, wenn ihr hier im Chat lest, der schnetzelt wieder alle ab. Und was ich auf jeden Fall mit ihm noch aufnehmen werde heute, ist... ich meine, er weiß jetzt noch gar nichts davon. Ich sagte das jetzt. Und zwar, wir nehmen heute noch das neue Spiel in Hive auf. Denn... Oh, mich ruft gerade jemand an. Das ist meine Mutter. Und sie braucht eine Fahrplanauskunft. Aber ich kann jetzt nicht rangehen, weil ich jetzt gerade spiele. Mama, es tut mir leid. Ich kann jetzt nicht rangehen. Nein. Kannst du bitte aufhören zu vibrieren? Danke. Okay, er versucht zu flüchten. Ja, okay, er ist tot. Wir sind im Finale und ich rufe jetzt ganz, ganz schnell meine Mutter an. 250 Blöcke, bis wir geportet werden. Dann, ich sage das nochmal schnell. Moment. Ich mache einfach jetzt einen kurzen Cut. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Sorry, dass ich jetzt ganz kurz den Cut setzen musste. Ich musste nämlich für meine Mutter ganz kurz was im Internet schauen. Die brauchte so eine Auskunft wegen einer Postleitzahl, die sie nicht wusste. Und deswegen musste ich da jetzt ganz schnell eingreifen. Also, ich bin natürlich so ein netter Sohn. Thomas, er hat ein verzaubertes Dia-Schwert, Sharpness. Ich habe Rückstoß. Da stoße ich ihn weg. okay. Eine Enderperle hätten wir trotzdem noch hier. Ganz geil. Einen Switcher ist, glaube ich, besser hier unten.
Nein, eine Blume brauchen wir hier unten nicht. So, 186 Blöcke, Leute, wir sind im Finale. Und auch dank Boomstory, weil anscheinend soll er jetzt bei diesem Kampf hier, soll er uns den Arsch gerettet haben. Weil wir wurden geportet und dann hat er, glaube ich, jemanden getötet. Ja, aber ich glaube, ich konnte euch hier den Berserker schon ganz gut zeigen. Vielleicht können wir jetzt nochmal zum Abschluss nochmal irgendwie eine geile Aktion mit dem Berserker reißen. Irgendwie, dass ihr nochmal seht, ja, so und so ist der Berserker. Das ist ja der Sinn von dem Ganzen. Und ja, 83 Blöcke, 82 Blöcke. Wir versuchen Lava zu setzen. Ich glaube, das ist ganz nice. Ich hoffe, er ist kein Bomber oder so. Simon, wieso rennst du denn von mir davon? Wenn du ein Deathmatch willst, dann müssen wir schon zusammenhalten. Beziehungsweise zusammenlaufen. So. 64 Blöcke. Da vorne ist ein Hund. Ja, und wir haben ihn jetzt gemacht. Und wisst ihr was, Leute? Ich finde das cool, dass ich euch das jetzt nochmal zeigen konnte hier am Ende. Seht ihr, ich habe zuerst den Hund getötet, dann hatte ich natürlich diesen 10 Sekunden Resistance-Rausch. Und da ich ja davor schon auch ein paar Leute gekillt habe, habe ich noch weniger Schaden bekommen. Er hatte ein Schärfe-Diamantschwert und ich eins nur mit Rückstoß. Ich glaube, das war eine ziemlich coole Runde. Ihr wisst jetzt, hallo gestiefelter Kater, ihr wisst jetzt, wie das Kit funktioniert. Ich hoffe, euch hat die Kit-Vorstellung auch gefallen. Und ja, also mein Fazit zu dem Kit, es ist ein sehr cooles, faires Kit. Ist halt ein Premium-Kit, also wenn ihr das spielen wollt, müsst ihr euch Premium kaufen. Ich finde es aber richtig cool, weil es kann dir einen richtigen Vorteil verschaffen. Aber es ist nicht zum Beispiel overpowered, wie so andere Klassen, zum Beispiel Bomber, den könnten sie vielleicht ein bisschen drunter machen. Aber sonst, ja, eine super geile Klasse meiner Meinung nach. Und empfehle ich euch weiter. Super. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Über einen Daumen nach oben und konstruktive Kritik in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich überlasse das letzte Wort dem Bombstock. Ciao. Ja, gut. Ja, scheiße, ich habe was gesagt. Das letzte Wort nochmal. Du musst nochmal ein letztes Wort sagen. Schnell. Ciao.